Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Jetzt gibt es wieder die aktuellen Virtual Reality Weekly News mit folgenden Themen. Budget Cuts kriegt ein Release-Datum auf der PlayStation VR. Virtuelle Vorlesungen auf einer technischen Hochschule. Surgical Training. Wir können im Multiplayer Operationen durchführen. HP Reverb G2 kriegt einen Teaser. Beat Saber kriegt ein neues Music Pack und natürlich alles über Half-Life Alyx sowie die neuesten Releases und Sales diese Woche. Ja, ich möchte natürlich erstmal euch alles Gute wünschen für die aktuelle Zeit. Es ist nicht schön, was gerade passiert, das wissen wir alle. Aber nochmal einen kleinen Hinweis. Am Schluss gebe ich euch nochmal ein paar Tipps, wie wir das alles schaffen und welche Empfehlungen ich euch gebe. Aber meine wichtigste Empfehlung, befolgt bitte alle Regeln, die im Moment auf unserem Land oder auf dem ganzen Planeten liegen. Es ist immer so, da müssen wir durch. Ja, bei mir geht es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren, Woodghost VR, Oppermann Events, Nursing Skills, Andi de Felser VR Ambassador und Alpha Blend Interactive. Viel Spaß mit den Weekly News und los geht's! Voodoo.de. So, und für den Anfang gibt es erstmal eine kurze, kleine, knappe News, und zwar Budget Cuts. Das ist ja unser cooles Stealth-Abenteuer, sage ich jetzt mal. Das kommt am 15. Mai 2020 für die PlayStation VR raus, und da bin ich sehr froh, weil ja, manche Leute meinen vielleicht, das wäre immer so das Gleiche oder so, aber ich bin ein Freund von diesem Spiel. Ich mag es gerne, auch wenn es relativ schwer ist, und ich finde es schön, dass jetzt auch die PlayStation VR-Leute das zocken können dann. Also merkt euch den 15. Mai vor für Budget Cuts auf der PlayStation VR. Zu Zeiten von Corona sind die meisten von uns zu Hause, können nicht in die Schule, nicht auf die Uni oder wo auch immer man normalerweise sein Wissen auffrischt. Und deswegen finde ich diese Sache hier sehr, sehr schön. Und zwar geht es um die Technische Hochschule in Ostwestfalen-Lippe. Und da gibt es jetzt einen YouTube-Kanal von dem Professor Corbinian von Blankenburg, und der macht Virtual Reality Vorlesungen mit VR-Elementen, und das ist wirklich cool. Also diese 3D, also diese 360-Grad-Kamera, die ist wirklich im Publikum platziert, das seht ihr hier so. Ich weiß nicht, ob ich das größer mache. Ja, geht auch. Okay. Ja, und seht ihr, hier wird jetzt so ein Virtual Reality Element eingeblendet mit Formeln. Und hier jetzt zum Beispiel auch. Ja, und ihr sitzt mit dieser VR-Brille da und könnt diese Elemente anschauen. Zusammen mit der Erklärung vom Professor. Hier, das ist alles sehr, sehr schön eingeblendet. Finde ich wirklich eine tolle Sache. Und ihr könnt, wenn ihr euch umdreht, seht ihr halt dann auch noch eure Kommilitonen. Sind natürlich jetzt andere, denke ich mal. Da sind Das ist ja vorgefertigte Videos, aber es ist wirklich eine tolle Sache, dass sowas möglich ist, weil wir können halt nun mal nicht raus. Und ihr könnt euch das ja vielleicht mal anschauen hier, wenn euch das interessiert oder wenn ihr zu diesem Professor Kontakt aufnehmen wollt. Vielleicht hat er für euch auch was. Und dann könnt ihr ihn vielleicht auch mal anschreiben. Also wir haben natürlich hier auch Möglichkeiten, ihr geht mal auf Kanalinfo und hier habt ihr dann auch Kontaktdaten und hier unten könnt ihr sogar, wenn ihr angemeldet seid, könnt ihr auch eine E-Mail schreiben. Vielleicht ist ja was dabei für euch. Also ich finde es wirklich eine tolle Sache, gerade jetzt. Und ja, schaut euch es einfach mal an. Und noch etwas sehr Schönes außerhalb des Spielebereichs. Und zwar haben wir hier sogenanntes OP-Training von der Firma Precision OS. Und wie ihr hier unten schon seht, das gab es schon ein bisschen länger, aber jetzt haben wir Support für bis zu 5 Leute, die da quasi im Multiplayer mitwirken können. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Knie-OP, das sehen wir hier. Und um Gottes Willen, ich kenne mich nicht aus, was der da gerade macht, das kann ich euch nicht sagen. Aber sehen wir, glaube ich, am Anfang. Hier, da sehen wir 1, 2, 3, 4, 5 Leute, stehen da, ich denke mal, das sind Assistenten, der Chefarzt, Chefchirurg, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, ist auch egal, aber der gibt dann Anweisungen und die anderen können dann quasi da mitmachen. Und das ist so toll.
Klar, das ersetzt natürlich um Gottes Willen keine echten Operationstrainings oder so, aber so für die Grundlagen, denke ich mal, ist das eine ganz feine Sache, weil ihr könnt natürlich dann auch von verschiedenen Orten, also wenn jetzt zum Beispiel der Chefchirurg, weiß der Geier, in Indien sitzt oder was und der andere in den USA, dann kann man trotzdem an der gleichen Stelle operieren und quasi ja, Anweisungen geben, miteinander arbeiten. Und das ist eine unglaublich tolle Sache. Wenn euch das interessiert, die Firma heißt wie gesagt Precision OS. Da könnt ihr hier auf den Link klicken. Das findet ihr alles wieder unter dem Video und dann könnt ihr euch darüber informieren. Tolle Sache. HP teasert ein neues Virtual Reality Headset. Wir wissen, die HP Reverb, die war vor allem zu empfehlen für Simulationsfans, weil die eine sehr hohe Auflösung hat. Und ich kann diese wirklich empfehlen, wenn ihr zum Beispiel ja, so Flugsimulationen zockt wie, weiß der Geier, X-Plane oder sowas oder halt Project Cars, alle möglichen Simulationen. Und da ist das wirklich schön, weil es geht hier ja nicht ums Tracking von den Controllern, das ist wirklich, wie man das ja von VMR-Headsets kennt, nicht so gut wie Lighthouse-Tracking. Aber das Headset-Tracking ist gut. Und das, denke ich mal, kann man dafür benutzen. Und jetzt ist halt ein neues angekündigt. Was wir davon wissen, nichts. Wir wissen nur, dass es so aussieht und dass sie mit Valve und Microsoft zusammenarbeiten. Und jetzt die Frage mit Valve. Was gibt es denn da? Heißt das, dass einfach nur Steam VR supported wird? Glaube ich nicht, weil es wird ja sowieso supported. Vielleicht gibt es auch sowas wie Lighthouse-Tracking. Aber dagegen spricht das Aussehen dieser Brille. Wir haben nämlich hier wieder diese zwei Kameras. Aber ihr wisst, diese Lighthouse-Sensoren sind manchmal auch hinter dem Cover versteckt. Es kann sein, dass es vielleicht doch Lighthouse-Tracking hat. Und das wäre natürlich schon der Knaller, wenn es sogar beides hätte. Dann steppt der Bär. Dann steppt der Bär, weil mit dieser sehr, sehr hohen, knackigen Auflösung und dann auch noch Lighthouse-Tracking-Support könnte man natürlich ganz wundervoll Half-Life Alyx zocken. Aber ich denke mal, dass HP nicht das Field of View erhöht hat. Ich glaube es einfach irgendwie nicht. Die sind nicht so der Fan davon, habe ich so das Gefühl. Aber wir werden sehen. Es ist, wie gesagt, noch nichts bekannt, außer wie es aussieht und dass es halt geteasert wurde. Wenn es mehr dazu gibt, werde ich euch natürlich informieren. Nachschub für Beat Saber, für alle, die immer noch nicht genug bekommen. Es gibt jetzt ein neues Music Pack, das nennt sich Timbaland Music Pack und ihr könnt es jetzt schon haben. Und zwar kostet das 8 Dollar für 5 Songs oder 2 Dollar für jeden, wenn ihr den nur einzeln kaufen wollt, ne, wenn euch nicht alle gefallen. Wir haben hier die Liste von den Songs und die könnt ihr euch anschauen. Ich habe dieses Paket bekommen. Oculus hat mir das geschickt und ich denke mal, dass ich das irgendwann demnächst mal zeigen werde. Vielleicht ist ja, muss immer, das ist so ein bisschen schwierig, das zu zeigen, wegen diesem ganzen Copyright, ne? Ich will dann meinen Kanal auch nicht gefährden mit. Aber mal gucken, was YouTube sagt, wenn ich das aufnehme. Timbaland, was sagt ihr? Seid ihr immer noch interessiert an Beat Saber oder zockt ihr lieber Custom Songs? Schreibt es mal in die Kommentare. Habe ich es euch nicht gesagt? Habe ich es euch nicht gesagt? Half-Life rockt die Bude. Und das war klar. Ich brauchte gar nicht lange. Ich meine, ich habe das Spiel schon vorher gezockt. Das wisst ihr ja. Ich bin selber noch immer noch nervös, weil das so geil ist. Aber die Bewertungen sagen natürlich jetzt alles, bestätigen, was ich gesagt habe. Guckt euch das mal an. Äußerst positiv. 98%. Junge, Junge, Junge. Das ist doch mal eine krasse Ansage, oder? Das ist das bestbewertetste VR-Spiel ever. Und nicht nur hier, wenn wir hier mal auf Metacritic oder so, 93%, Metascore, User-Score 9%. Ja, was willst du denn noch? 100, 100, 110, 10. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Und ich kann das einfach bestätigen. Der Hype ist um Gottes Willen gerechtfertigt. Ja, jede Sekunde dieses Hype ist gerechtfertigt. Das geilste Spiel ever. Das hat natürlich. Klar, ich werde das jetzt durchzocken. Ich habe euch gesagt, ich werde diese ganze Let's Play-Serie durchziehen. Ihr habt schon ein paar Teile gesehen.
Das mache ich normal nicht. Ihr wisst ja, das ist kein Let's Play-Kanal eigentlich. Aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme. Ich möchte dieses Spiel komplett auf meinem Kanal zeigen, ob ihr es wollt oder nicht. Das gebe ich mir, aber ich zocke das bis zum Ende durch, ganz klar. Und ich habe euch ja auch schon ganz viele Videos gezeigt mit anderen VR-Brillen. Jetzt gab es ja auch dann noch Windows Mixed Reality. Funktioniert alles. Und das einzige Problem, was ich jetzt sehe, welches andere VR-Spiel soll denn bitte da dran kommen? Wir haben auf Steam, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es sind, 1200 VR-Spiele, davon sind 99% Schrott, das ist nun mal so, oder sagen wir 95%. Und wenn ich jetzt so, wenn ich mir jetzt reinziehe, diese Wave-Shooter, wo man denkt, das hat irgend so ein Indie-Entwickler gerade in der Mittagspause gemacht und danach hast du Half-Life Alyx. Da denkst du dir, wieso in aller Welt habe ich das vorher gespielt, diesen Hardcore-Schrott? Und das wird ein Problem für die Zukunft. Wie soll denn irgendein Entwickler sowas hinkriegen? Na, ich meine, klar, wir haben Oculus, wir haben Asgard's Wrath, Stormnet, das waren auch geile Spiele. Es gibt auch geile Spiele, aber bis hier was drankommt, ich habe so ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das das beste VR-Spiel ist und auch bleiben wird. Ja, da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß es nicht. Ich hoffe, das wird noch ordentlich gemoddet, dass wir es im Multiplayer zocken können und alles. Es gibt jetzt sogar schon Mods, wo man das ohne VR zocken kann. Völlig verrückt. Warum sollte man das ohne VR zocken? Bitte Leute, zockt es nicht ohne VR. Das ist ein VR-Spiel und das ist auch gut so. Und da braucht man gar nichts zu modden ohne VR. Das ist Schwachsinn. Man muss in diesem Spiel drin sein. Um Gottes Willen, Leute, kauft euch irgendeine VR-Brille. Nicht jetzt. Jetzt haben wir Corona. Jetzt ist alles viel zu teuer, nicht verfügbar. Wartet, bis Corona vorbei ist. Ah, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich befürchte noch ein bisschen. Aber danach wird es dann sicherlich auch wieder eine Lenovo Explorer mal für 200 geben oder irgendwas, ne? Aber im Moment ist es schlecht. Habt Geduld. Ich weiß, es ist schlimm. Ich hätte die Geduld nicht. Ehrlich gesagt, ich würde kaputt gehen, wenn ich jetzt keine VR-Brille hätte. Zockt es bitte in VR. Danke. Danke. Und um Gottes Willen, 50 Euro. Denkt einfach nicht drüber nach. Zahlt den Preis. Zahlt diesen Preis, ohne drüber nachzudenken. Ich würde 300 Euro für dieses Spiel zahlen. Einfach so. Ohne zu überlegen. Ja, ihr seht schon, ich bin da ein bisschen, ich bin da sehr, sehr froh, weil ich wirklich, ihr kennt mich, ich habe fast jeden Scheiß vorgestellt und es war für mich, die letzten Zeiten waren wirklich stramm. Da, diesen ganzen Scheiß immer zu spielen, diese ganzen dummen Wave-Shooter, das geht halt einfach nicht. Da raste ich aus. Mich schreiben so viele Entwickler an. Ja, wir haben hier ein neues, super tolles, innovatives VR-Spiel. Willst du das nicht mal auf deinem Kanal zeigen? Dann ist da ein Trailer und dann sehe ich schon wieder, weißt du, dann sehe ich schon wieder zwei Waffen, dann sehe ich den Himmel, da kommen Drohnen geflogen. Da kommt mir die Galle hoch, da kommt es mir hoch, da muss ich erbrechen, wenn ich das sehe. Ich antworte auf diese Mails auch gar nicht mehr. Was glauben diese Entwickler? Warum entwickelt man sowas noch? Lasst es doch einfach sein. Tut euch zusammen und entwickelt Half-Life Alyx Reloaded oder so. Das bringt nichts. Niemand will das mehr spielen, solche Spiele. Aber gut, sei es drum. Sorry, das musste jetzt mal raus. Mich regt es auf. Gerade jetzt, weil das rausgekommen ist und wo wir sehen, was Virtual Reality alles kann. Und das hier ist die Zukunft. Das ist die Zukunft vom Gaming. Und ich denke, jetzt haben wir ein gutes Beispiel für alle, die sagen, ach, Virtual Reality ist noch in den Anfängen, das ist alles nicht richtig und das funktioniert alles nicht gut. Zeigt denen Half-Life Alyx und dann halten die die Klappe. Dann klappt, das Einzige, was die dann noch klappen, ist die Kinnlade runter. So sieht's aus. Das war jetzt genug, ne? Das war jetzt schon wieder genug. Sorry, ich muss da manchmal ausholen. Das geht halt einfach nicht. Ihr kennt mich, ich bin da offen und auch wenn manche das nicht mögen, aber so bin ich halt nun mal. Ja, Half-Life Alyx. Wie sieht's aus? Habt ihr es schon durchgezockt? Auf welcher Brille zockt ihr es? Wie findet ihr es? Natürlich findet ihr es alle geil, ist ja klar, brauchen wir nicht drüber reden. Aber schreibt mal, wie weit ihr es schon gezockt habt und wie ihr, vielleicht die, die es schon durchgezockt haben, ohne Spoiler, keine Spoiler, ich lösche Spoiler sofort. Schreibt mir, wie ihr es fandet. Ja, Half-Life Alyx.
Kommen wir zu den aktuellen Releases diese Woche. Oh, ich sehe es schon wieder, da ist es. Ich hätte nie gedacht, dass ich es endlich mal sagen kann. Half-Life Alyx ist verfügbar. So, mehr muss ich dazu nicht sagen. Dann haben wir Kessler Effect auf SteamVR. Das ist eine Art interaktiver Film, würde ich sagen. Also wir erleben eine Geschichte und können manchmal so ein bisschen interagieren. Down the Rabbit Hole habe ich schon gezeigt. Wunderschönes Abenteuer. Kann ich euch empfehlen an alle, die mal nicht so viel Action brauchen, aber ein bisschen nachdenken wollen. Wirklich gut. The Room VR, das habe ich schon, habe ich aber leider noch nicht die Möglichkeit gehabt, es zu zocken. Eigentlich wollte ich es zu Release, aber es geht mich ab. Im Moment bin ich ein bisschen beschäftigt. The Room VR. Ich denke, das wird gut. Also es ist schon mal sehr positiv. Ich werde es auf jeden Fall für euch zocken. Spellpunk VR. Ja, wir sind ein Superheld und müssen ja Superheldenkräfte einsetzen, um unseren Gegner zu besiegen. Das geht auch im PvP. ATAC Cybernetic habe ich schon gezockt. Ist schon länger her. Aber jetzt ist es offiziell raus in der Release-Version. Und das ist ein wirklich gutes Spiel. Ein wirklich toller Abenteuershooter. Also das ist jetzt nicht so ganz stumpf, wie man das normalerweise kennt. Das ist, hat tolle Mechaniken, sieht auch sehr gut aus. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann auf der Quest-Plattform auch Down the Rabbit Hole. Oh ja. Dann auch The Room VR, A Dark Matter B-Team. Ich glaube, das habe ich schon gezeigt. Das fand ich auch gar nicht so schlecht. Wir sind in einem Team von mehreren Superhelden und müssen immer die passende Kraft auswählen. Also das fand ich wirklich nicht schlecht. Ist aber auch nur, sag ich mal, so eine Art Casual-Spiel. Ne? Also kein AAA-Game. Und dann auf der Rift-Plattform, auf der Oculus-Plattform, auch Down the Rabbit Hole. Dann haben wir noch VR-Museum. Das ist zu den aktuellen Corona-Zeiten sicherlich ganz cool, dass wir trotzdem noch Museen besuchen können, halt in Virtual Reality. Warum nicht? Ich meine, 5 Euro und es geht um Blacksmith, also um Schmiedekunst. Ja, das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Und Sweet Tooth. Ja, für die ganze Familie. Ihr fliegt mit einem bunten Einhorn durch die Gegend und sammelt Süßigkeiten auf. Yes! Auf der PlayStation-Plattform gab es leider nichts Neues diese Woche. So sieht's aus. Kommen wir zu den Sales diese Woche. Fangen wir an auf SteamVR. Ich habe versucht, die besten rauszusuchen. Kali and the Reaper Man ist ein tolles Koop-Spiel. Das kriegt ihr 35% günstiger Form. Wow, ein super tolles, super inszeniertes Puzzlespiel. 65% günstiger. Kauft es, Leute, kauft es. Ihr werdet es nicht bereuen. Dann Trover Saves the Universe, super lustiges Abenteuerspiel mit Jump-and-Run-Elementen, 30%. The Gallery kriegt ja alle Episoden jetzt 60% günstiger, super Abenteuer, wirklich gut. Keep Talking, Nobody Explodes ist ein super Koop-Spiel. Einer sitzt unter der VR-Brille und hat eine Bombe und die anderen sitzen nebendran irgendwie, haben Bombenentschärfungshandbuch und das ist so geil, das gibt es richtig lustige Szenen. Dann auf der Oculus Quest gibt es Death Horizon Reloaded, ein sehr schöner Shooter für die Quest, 20% günstiger. The Thrill of the Fight, ein schönes Boxspiel, auch für die Quest, 20% günstiger. Auf der Oculus Rift, Shadow Legend, schönes RPG, 40% günstiger. Auch Trover Saves the Universe, 30%. Raw Data, sehr guter Shooter, 77%. Kauft es, es ist schön. Pros Enlightenment, Horrorabenteuer, 54%. Form, auch, habe ich ja schon gesagt, auf Steam, Pflichtkauf, 64%. Dann auf der PlayStation, Skyjumping Pro haben wir, 50% günstiger. Golfspiel, Everybody's Golf VR, 50%. Space Junkies Arena Shooter, 75%. Dera Scene, Pflichtkauf, 66%. Transference, Horrorabenteuer, für mich persönlich auch ein Pflichtkauf, 40%. Thorn ist auch ein sehr schönes Abenteuer, 50%. Star Trek Bridge Crew, super Multiplayer-Spiel. Passieren auch lustige Situationen, wenn dann versuchen Leute, die keinen Schimmer haben, so wie ich, ein Raumschiff zu steuern, 33%. Ultrawings, ein cooler Flugsimulator, 68%. Doom VFR, 50%. Und die Elder Scrolls Skyrim, auch 70%. Das waren die Weekly News diese Woche. Leute, bitte, bleibt gesund, bleibt zu Hause an die, wo es geht, an alle anderen, haltet euch bitte an die Regeln. Haltet euch an die bekloppten Regeln, bitte. Geht nicht raus,
Bleibt auf Abstand. Macht keine Corona-Partys. Bleibt zu Hause. Es wird vorbeigehen, okay? Wir werden das alle zusammen überstehen. Bitte bleibt auch zu Hause locker. Ich weiß, es ist sicher für einige schwer. Ich war jetzt auch die ganze Zeit zu Hause. Wenn man jetzt eine Großfamilie hat und die ganze Zeit aufeinander hängt, es wird sicherlich zu Situationen kommen, wo man sich dann mal in die Wolle kriegt oder so. Bleibt cool, bleibt locker, lenkt euch ab, spielt was zu Hause, zockt Virtual Reality, macht Netflix, Amazon, Disney Plus, wie es alles heißt an. Macht schöne Kartenspielchen mit der Familie oder so. Zieht euch auch mal zurück auf eure Zimmer, wenn das möglich ist, dass jeder noch seine Privatsphäre hat. Geht auf den Balkon, geht in den Garten und haltet euch bitte an die Regeln. Das ist nochmal mein Appell an alle. Ich habe keine große Reichweite, aber die, die ich habe, nutze ich aus, um allen zu sagen, das schaffen wir. Wir halten das durch. Die Situation ist ganz furchtbar für alle, das weiß ich. Und wir stehen alle zusammen, auch in diesen Zeiten. Und es werden auch wieder bessere Zeiten kommen, Leute. Es werden bessere Zeiten kommen. Ich bin mir da sicher. Also macht das Beste draus. Ich bin für euch da jederzeit. Und dann schaffen wir das zusammen. Wir schaffen das. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de